Hallo alle zusammen. Mein Name ist Leo. Ich arbeite seit 4 Jahren bei Linpopup. Heute werde ich euch das Produkt und den Prozess der Herstellung von 3D Linpopup-Karten vorstellen. Ich werde euch zeigen, wie man eine Musterblume macht. Diese Blumenart ist sehr beliebt. Die Details der Blume und Blütenblätter können nicht von Hand geschnitten werden, man braucht eine Maschine, um diese winzigen Teile auszuschneiden. Ich werde diese Teile dann zusammenfügen. Bitte schaut euch das an und verfolgt es. Was man dafür braucht, sind Klebstoff, Nadel und Faden, Zange und Schere. Die Details der Blume und Blütenblätter werden miteinander kombiniert. Und nach dem Zusammenfügen entsteht ein solches 3D-Pop-Up-Produkt.